Demokratie in Deutschland ist jetzt unter Druck, und zwar unter Druck der Regierenden, die massiv Meinungsfreiheit angreifen im Bereich der Gewaltenteilung, das ist ein anderes Thema, aktiv sind und da aus unserer Sicht verfassungswidrige Dinge tun oder verstärken. Hier geht es um die Meinungsfreiheit, die essentiell ist für das Funktionieren einer Demokratie. Artikel 5 Grundgesetz ist eindeutig, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Eine Zensur findet nicht statt. Also da ist eigentlich kein Interpretationsspielraum. Da, was Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes statuiert, eingeschränkt, kann diese Meinungsfreiheit werden durch allgemeine Gesetze. Und die Bundesregierung weiß natürlich, wie hoch die Hürden sind, um Meinungsfreiheit einzuschränken, und hält sich deshalb da vornehm zurück und privatisiert sozusagen die Zensur in Deutschland. Und das Ganze, dem Ganzen wird jetzt noch die Krone aufgesetzt durch die sogenannten, also der Vortrag fällt mir etwas schwer, muss ich sagen, ich bin ja langjähriges Mitglied des Vereins Deutsche Sprache und hier strotzt das nur so vor Anglizismen jetzt gleich. Wir haben im Verein Deutsche Sprache immer gesagt, Verlierer sprechen Denglisch oder wer nichts zu sagen hat, spricht Denglisch, und so kommt es mir hier fast vor. Also es gibt jetzt den Trusted Flagger oder die Trusted Flagger, die eingeführt wurden, ein Aufschrei geht zurecht durch die Republik, und zwar nicht nur durch die rechte Blase, sondern Verfassungsrechtler, Professoren, viele sind sich einig und sagen, so geht das nicht. Trusted Flagger heißt übersetzt so viel wie vertrauenswürdiger Hinweisgeber. Die etwas weniger Wohlmeinenden übersetzen das auch gerne als bezahlte Regierungsspitzel, Zensoren, digitale Blockwarte, die das betreute Denken nur noch ausweiten sollen auf das betreute und überwachte Sprechen und Schreiben. Die digitale Meinungspolizei wurde sozusagen hier eingesetzt durch diesen Trusted Flagger. Wo kommt der Trusted Flagger her? Der wurde eingesetzt durch die Bundesnetzagentur. Wenn man da mal genau hinschaut, ist auch eine interessante Entwicklung, typisch deutsch die Entwicklung. Bundesnetzagentur mal Ende der 90er Jahre gegründet, sozusagen zur Abwicklung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation als Regulierungsbehörde für die Telefonleitungen in Deutschland. Also relativ überschaubarer Aufgabenbereich. Inzwischen hat die Agentur 3000 Mitarbeiter und ist zuständig für Post, für Strom und Gas, zusätzlich für die Regulierung und für die Eisenbahninfrastruktur und jetzt auch die neue oberste Zensurbehörde. Jetzt fragt man sich ja, wie kann das denn sein? Wie komme ich denn von der Regulierung von Erdgasleitungen und Stromleitungen und Telefonkabeln? Wie werde ich jetzt plötzlich eine Zensurbehörde? Das frage ich mich auch. Angesiedelt ist diese Bundesnetzagentur im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft. Grüner, Robert Habeck, Kinderbuchautor, ist bekannt. Und diese Bundesnetzagentur wird geleitet von einem grünen Herrn Klaus Müller, der seit 1990 eifriges Mitglied der Grünen ist und seit 2022 jetzt Chef der Bundesnetzagentur. Und der hat sich gesagt, so wie das im Digital Services Act, Anglizismus, also in der Verordnung aus der europäischen Verordnung hervorgeht, diese Trusted Flagger setze ich mal ein. Als Trusted Flagger, also als vertrauenswürdiger Regierungsspitzel, wenn Sie so wollen, ist eine Gruppierung namens Respect, also auch Englisch, nur mit C in der Mitte, Respect, eingesetzt worden, die geleitet wird von einem Ahmed Ghaffar, einem Moslem, was ja nicht weiter verwerflich ist, der allerdings an einer berüchtigten Kairoer Universität, der Al-Azhar-Universität in Kairo Islamwissenschaften studiert hat, seit vielen Jahren sich allerdings in Deutschland aufhält. Und diese Al-Azhar-Universität gilt auch bei Kritikern als Brutstätte des Islamismus in Ägypten. Also, da wird ein Schuh draus. Ne? Der oberste Chef ist der Habeck, der hat seine Bundesnetzagentur mit Klaus Müller, der seit 34 Jahren bei den Grünen ist, und der setzt jetzt so möglicherweise unter Islamismus, Verdacht will ich nicht sagen, aber Islamismus einstehenden Trusted Flagger ein. Und der ist jetzt der oberste Zensor. Der hat jetzt durch die Einsetzung als Trusted Flagger die Möglichkeit, direkt auf Plattformen zuzugehen und nicht etwa rechtswidrige, also wo man sich sagen würde, gut, das ist strafbar, sondern Inhalte zu melden, sondern einfach so Hassrede. Also alles, was der Regierung und ihm nicht so gefällt, kann er jetzt also durch einen exklusiven Zugang zu den Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram, kann der melden, und dann hat die jeweilige Plattform sofort zu reagieren. Es sei denn, wenn sie es nicht tut, dann macht sie sich schadenersatzpflichtig. Also ein Konstrukt, das sich eigentlich George Orwell wahrscheinlich in seinen dunkelsten Gedanken nicht hätte ausmalen können, ist jetzt hier in Deutschland Wahrheit geworden. Wir versuchen dem Ganzen durch unseren Antrag Einhalt zu gebieten und sagen, Meinungsfreiheit gilt natürlich nicht schrankenlos. Ich habe schon gesagt, Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz sagt, Grenzen sind die allgemeinen Gesetze, aber nicht der schwammige Begriff der Hassrede. Hassrede ist in Deutschland, das ist unangenehm für den einen oder anderen, der von Hassrede betroffen ist, aber Hassrede ist nochmal nicht strafbar. Strafbar sind Beleidigungen, Verleumdungen, das ist strafbar in Deutschland, aber Hassrede nicht. Und das ist halt die Grenze, ist halt die Eingriffsgrenze, ist halt die Frage der Strafbarkeit. Und wir sagen, also da muss defensiv rangegangen werden, denn durch die Konstruktion, dass Plattformen nach dem Hinweis von Respect als Trusted Flagger sofort aktiv werden müssen, als er denn widrigenfalls sie sich schadenersatzpflichtig machen, droht natürlich ein sogenanntes Anglizismus Overblocking, dass also die
jeweiligen Plattformen sagen, nee, im Zweifel löschen wir erstmal und dann kann sich ja der Betroffene dagegen wehren. Auch das stellt die bisherige Rechtsprechung oder die bisherige Handhabe in Deutschland auf den Kopf. Bisher musste sich der jeweilige Betroffene also über die Gerichte wehren und sagen, ich möchte das gelöscht haben. Jetzt wird einfach mal so prophylaktisch alles weggelöscht und dann muss sich derjenige, dessen Meinung gelöscht wurde, muss sich dann vor den Gerichten auf seine Kosten, denn die Kosten des Trusted Flaggers trägt ja nicht der Herr Ahmed Ghaffar, sondern wahrscheinlich sein Verein oder der Bundeshaushalt, ich weiß gar nicht so genau, wer das trägt, aber jedenfalls er nicht, aber der Betroffene muss auf seine Kosten durch die Instanzen ziehen und das stellt dem Ganzen natürlich, stellt das Ganze auf den Kopf. Deshalb, unser Forderungsteil, den wir im Antrag auflösen oder aufstellen, gehört dazu, dass wir sagen, ab sofort jegliche finanzielle Zuwendung an Organisationen einstellen, die dafür zuständig sind, soziale Netzwerke zur Löschung aufzufordern. Wir fordern das Bundeskartellamt mal auf, sich mit den jeweiligen Organisationen, die sich da ja verbünden gegen die Meinungsfreiheit, die teilweise darauf hinwirken, dass Institutionen keine Zugänge mehr zu Banken, zu Bankkonten haben sollen, dass die da möglicherweise kartellrechtlich greifbar sind. Das Kartellamt soll mal hinschauen, was da passiert. Es muss auch offengelegt werden, inwieweit die deutsche Regierung involviert ist. Wir wissen, es gab viele, viele Gespräche zwischen Ministern, Plattformbetreibern, die allerdings alle nicht protokolliert wurden. Also da läuft so hinten rum die Privatisierung der Zensur. Dann fordern wir, das haben wir schon gefordert, die Abschaffung des Digital Services Act. Ich habe es schon erwähnt, also dieser Verordnung der Europäischen Union. Und solange es diesen Digital Services Act noch gibt, verlangen wir allerdings, dass dieser Trusted Flagger, und dann bin ich auch gleich mit meinen Anglizismen hier am Ende, nicht zum Einsatz kommt, jedenfalls nicht in Deutschland. Und wir fordern eine Haftungsverschärfung für die Plattformen. Die Plattformen also, die sich darüber hinaus, über das Rechtswidrige hinaus sozusagen gerieren und Meinungen löschen, dass diese Plattformen dann nicht mehr sich auf das Haftungsprivileg zurückziehen sollen, sondern tatsächlich für alles haften, was auf ihren Plattformen veröffentlicht wird. Weil wenn man sich einmal einmischt, dann muss man das zu Ende denken, dann muss man es auch überall machen. Also unser Antrag ist ein Meilenstein dahingehend, ein bisschen mehr Meinungsfreiheit im Netz in Deutschland wiederherzustellen und den Unsinn, den gefährlichen, demokratiefeindlichen Unsinn, den uns die Bundesregierung und die Europäische Union eingebrockt hat, einzudämmen. Vielen Dank. So, Fragen dazu? Schieflage in der Republik, bitte, dpa. Kurze Frage, Herr Brandner. Ist denn aus Ihrer Sicht im Netz irgendeine Art Kontrollinstanz nötig oder sollte man einfach alles laufen lassen? Wir haben ja Kontrollinstanzen nicht nur im Netz, wir haben Kontrollinstanzen auf den Straßen, wir haben Kontrollinstanzen in der Gesellschaft, die heißen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Und da braucht man nicht irgendwelche Hobby- oder staatlich finanzierten Organisationen, die in vorauseilendem Gehorsam jetzt erstmal Sachen löschen, die denen primär nicht gefallen. Also zusätzlich zu dem, was wir zurzeit haben, brauchen wir nichts. Wir brauchen eben deutlich weniger, dazu habe ich ja gerade ausgeführt. Ich habe jetzt das, ja genau, ich bin jetzt da nicht so tief in dem Thema, aber soweit ich das verstanden habe, geht es ja nicht darum, dass die Leute selbst löschen, sondern dass sie zum Beispiel Anzeigen stellen, wenn sie was entdecken. Also ja, genau. Es muss ja jemanden geben, der guckt. Das ist jetzt nur so mein Laienverständnis. Wer sollte denn gucken, ob Dinge strafbar sind oder nicht, wenn das die Polizei selbst alles, ich meine, die sind ja schon personell alle wahrscheinlich. Also zunächst mal, ich hoffe, das kam nicht so rüber. Also dieser Trusted Flagger, der löscht nicht selber, sondern er gibt Hinweise an die Plattform und die Plattform muss dann agieren. Ich meine, ich habe das auch so ausgeführt und nicht, dass der Trusted Flagger löscht. Also so ist der Weg. Aber die Plattform muss dann reagieren, ansonsten hat sie ein Problem. Und ansonsten ist es wie immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Also primär müssen sich natürlich diejenigen, die angegriffen sind im Netz, dann darum kümmern, dass die Angriffe aufhören und über die Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte versuchen, das in die Wege zu leiten, wenn es natürliche Personen sind. Aber der Bundesregierung und den Herrschenden geht es ja um was anderes. Die wollen ja Kritik an sich selber eindämmen. Also legitime, durchaus auch zugespitzte und harte Kritik fällt jetzt unter den Begriff Hassrede, ja, wo gar keiner persönlich angegriffen sein muss, sondern ich kritisiere einfach mal den Unsinn, den die Bundesregierung uns hier täglich einbrockt. Und da könnte ich ja täglich, also seitenweise, könnte ich ja darüber verfassen. Und dann kommt der Trusted Flagger und sagt, nee, das ist Hassrede, geht zur Plattform und sagt, lösch das mal. Und die Plattform denkt sich, ja, ist jetzt nicht direkt verboten, aber wir löschen mal, sonst kriegen wir Ärger. Und das führt halt zu diesem Overblocking-Effekt, dass man also dass viel mehr gelöscht wird, als gelöscht werden müsste. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Noch Fragen dazu? Bitte, die online. Ja, ich würde noch mal nachfragen wollen, weil tatsächlich geben die Trusted Flagger ja nur Hinweise und die Plattformen sind auch nicht zur Löschung verpflichtet. Die können durchaus eine andere Einstellung vertreten als der Trusted Flagger. Es steht denen nicht unbedingt Probleme bevor. Warum, also und wir kennen die Realität, die Plattformen löschen ehrlicherweise sehr, sehr wenig. Also wie sehen Sie das aktuell? Die Plattformen sind doch extrem inaktiv, was Löschungen angeht. Naja, das war wahrscheinlich den Regierenden ein Dorn im Auge und deshalb haben sie den Trusted Flagger, den digitalen Blockwart eingeführt, der jetzt für die Plattform darauf achtet, was im Netz sich abspielt. Und die Plattform macht sich schadenersatzpflichtig, wenn sie den Anregungen des oder Aufforderungen des Trusted Flaggers nicht nachkommt. Also ist ein erheblicher Druck auf die Plattform da. Die muss nicht löschen, da haben Sie völlig recht. Aber wenn sie es nicht macht, kann die Plattform Probleme bekommen. Ja, aber dann sitzt sie in der Haftung drin. Da
dann ist das Haftungsprivileg weg für Sie. Ansonsten haften Sie als Plattform nicht für das, was bei Ihnen veröffentlicht wird, weil sozusagen der redaktionelle, ist ja anders als bei einer Zeitung, da haften Sie ja, oder bei so einem Online-Magazin, da haften Sie ja auch für die Inhalte. Aber die Plattformen, die sozialen Plattformen sind halt nicht so. Die haben ein Meinungsprivileg, wonach sie für das nicht haften, sondern derjenige, der auf den Plattformen was veröffentlicht, der haftet dafür und nicht die Plattform selber. Und das wird hier auch ad absurdum geführt. Das war statuiert im Telemediengesetz und steht jetzt in dieser EU-Verordnung drin. Würden Sie denn sagen, dass Sie als AfD auch mit dem Vorfeld, das Sie haben, ein besonderes Problem im Ton und in der Aggressivität haben? Also, entweder haben es alle, es hat keiner. Wenn ich mir mal anschaue, wenn ich auch sachlichste Tweets, also wenn ich einfach nur frage, hier die Tage mal, wo gibt es die beste Currywurst, habe ich mal zum Beispiel ins Netz gestellt, was sich da an Hass dann runter aufbaut, glaubt man gar nicht. Also auch die einfachsten Fragen im Netz können zu Shitstorms, um bei den Anglizismen zu bleiben, und Ausfällen führen. Das ist nicht AfD-Vorfeldtypisch, das ist die Etikette, die Netiquette sozusagen ein bisschen außer Rand und Band geraten. Aber wer sich im Netz auffällt und im Netz aktiv ist, der muss damit leben. Nicht strafrechtlich angegriffen zu werden, das kann man ja ahnden, aber der muss ja damit leben, dass die Auseinandersetzung da ein bisschen rustikaler stattfindet als unter zivilisierten Menschen. Das ist aber nicht AfD-typisch, das ist auch, ich würde sagen, in beiden Seiten so. Nur wird immer so getan, als wenn das aus der Rechten, von der rechten Seite käme. Ich persönlich halte das, was an Angriffen auf uns niederprasselt, für viel deutlicher.